Das erste, was sich ein Anleger fragen sollte, bevor er eine Aktie kauft, sogar bevor wir zum Preis kommen, ist: 1204%, diese unglaubliche Rendite machte der Investor Monish Pabrai von 2000 bis 2018 mit seinem Pabrai-Fonds. Monish Pabrai ist einer der erfolgreichsten Investoren der Welt. Im heutigen Video schauen wir uns seine 8 wertvollsten Börsenprinzipien an, die du als Privatanleger nutzen kannst, um für dich ein Vermögen aufzubauen. Im letzten seiner 8 Prinzipien erklärt Pabrai seinen größten Aktienfehler, der ihn ein Millionenvermögen gekostet hat. Für dich entscheidet dieser Fehler darüber, ob du mit Aktien finanziell frei wirst oder weiter planlos vor dich hin investierst. Viel Spaß dabei! Der Kauf einer Aktie ist deutlich komplizierter, als die meisten Menschen denken. Mit der technischen Entwicklung der Aktienmärkte kann man heutzutage mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop innerhalb von Sekunden Aktien von tausenden Unternehmen kaufen. Das Kaufen und Verkaufen von Aktien mit dem Smartphone ist kinderleicht. Aber um wirklich erfolgreich zu sein, muss man das zugrunde liegende Geschäft des Unternehmens verstehen und zweitens wissen, wie gut das Geschäft der Firma läuft im Verhältnis zum eigenen Börsenwert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Oft werde ich in meinem Fitnessstudio in den USA gefragt, soll ich Apple-Aktien kaufen? Ich drehe die Frage dann um und frage, hey John, wie hoch ist denn der Börsenwert von Apple? Die Leute schauen mich dann verwirrt an und sagen, die Aktie steht bei 170. Ich sage dann, nein, was ist der Börsenwert oder in anderen Worten die Marktkapitalisierung? Und die Leute wissen es nicht. Das erste, was man wissen sollte, wenn man beispielsweise Reis auf dem Markt kaufen geht, ist, was ist der normale Preis pro Kilogramm? Und das erste, was Leute wissen müssen, wenn sie eine Aktie kaufen, ist, was würde ich für das gesamte Unternehmen bezahlen? Und die meisten Investoren wissen das nicht, was erschreckend ist. Das erste, was sich ein Anleger fragen sollte, bevor er eine Aktie kauft, sogar bevor wir zum Preis kommen, ist: Liegt das Unternehmen in meinem Kompetenzkreis? Der Kompetenzkreis oder der Circle of Competence ist eines der wichtigsten Konzepte beim Investieren. Jemand wie Warren Buffett, der erfolgreichste Investor unserer Zeit, würde etwa 95% der Aktien am Markt als außerhalb seines Kompetenzbereichs ansehen. Er sagt, dass wahrscheinlich 97-98% der Dinge, die auf seinem Schreibtisch landen, in eine Box kommen mit der Aufschrift zu schwierig. Er kann das Unternehmen also nicht bewerten. Also bleibt nur ein kleiner Teil der Unternehmen übrig. Wenn Warren Buffett 95% der Geschäfte nicht durchschauen kann, dann können wir Privatanleger vielleicht 99% davon nicht durchschauen. Die meisten Unternehmen liegen also außerhalb des Kompetenzbereichs der meisten Investoren. Was ich bei vielen Privatanlegern schon über Jahre sehe, ist, dass sie das Konzept vom Kompetenzkreis oder Circle of Competence nicht vollständig kapieren. Denn es geht nicht nur darum, das Geschäftsmodell eines Unternehmens zu verstehen. Den meisten Menschen ist klar, dass Apple sein Geld mit dem Verkauf von iPhones, MacBooks und anderen Geräten verdient und der Software drumherum. Was Monish Pabrai aber damit meint, wenn er sagt, dass Warren Buffett 98% der Aktien, die auf seinem Tisch landen, in die Tonne kickt, ist etwas anderes. Denn es geht auch darum zu verstehen, wie das Unternehmen in 5 oder 10 Jahren aussieht. Kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, ob ein Unternehmen in 5 oder 10 Jahren mit dem aktuellen Geschäftsmodell noch erfolgreich ist? Für die allermeisten Technologieunternehmen kann Buffett das nicht beantworten und darum hält er sich von ihnen fern. Denn in 5 oder 10 Jahren kann die Technologie schon überholt sein. Bei Apple ist Buffett sich aber sicher, dass auch in 5 oder 10 Jahren die Menschen noch Apple-Geräte kaufen werden, weil sie sich schon so sehr an die Marke gewöhnt haben. Übertrieben gesagt, selbst wenn der Konkurrent Samsung überlegene Smartphones baut, wird Apple für viele Fans trotzdem weiterhin die Nummer 1 bleiben. Also, es geht nicht nur darum zu verstehen, was ein Unternehmen macht oder wie es sein Geld verdient, sondern vielmehr, wie gut ich vorhersagen kann, ob das Unternehmen auch noch in 5 oder 10 Jahren Geld verdient. Nehmen wir an, ein Investor beantwortet die Frage korrekt: Ja, ich verstehe Apple und es liegt innerhalb meines Kompetenzbereichs. Die nächste Frage, die dann aufkommt, ist die Frage, die ich stelle. Was würden Sie für das gesamte Unternehmen bezahlen, wenn Sie es zu 100% kaufen könnten? Genau diese Frage sollte sich ein Investor stellen. Angenommen, er weiß, dass Apple 1 Billion Dollar wert ist, als Beispiel. Dann würde ich Sie fragen, wenn Ihre Familie ein Gesamtvermögen von 4 Billionen hätte, wären Sie bereit, 1/4, also 1 Billion davon in Apple zu investieren? Und wenn die Antwort ja ist, dann kaufen Sie die Aktie. Wenn die Antwort nein ist, kaufen Sie keine einzige Aktie. Und das sind nur sehr einfache Überlegungen. Betrachten Sie Ihr eigenes Nettovermögen, das Vermögen Ihrer Familie. Sind Sie bereit, 1/4 davon zu investieren, um das Unternehmen zu kaufen, das Sie gerade am Aktienmarkt interessant finden, von dem Sie beispielsweise nur 100 Aktien kaufen wollen? Das sind grundlegende Dinge, auf die die meisten Investoren leider nicht achten.
Ich finde, dass das Investieren in Aktien kompliziert ist, denn dazu gehört herauszufinden, was das Unternehmen wert ist und ob es in meinem Kompetenzkreis liegt. Deshalb ist es für die meisten Investoren eine wirklich gute Idee, den Index zu kaufen, beispielsweise über einen ETF. Denn beim Indexieren kann man einen breit gestreuten Wald- und Wiesen-ETF kaufen. Erstens, die Kosten für ETFs sind sehr gering. Und das zweite ist, dass sie bei regelmäßigen Zahlungen den Durchschnittskosteneffekt nutzen. Das heißt, sie kaufen mal teuer, aber auch mal günstiger ein. Also jeden Monat, wenn sie ihren Gehaltscheck bekommen, nehmen sie einen kleinen Teil. Erst sparen, dann keine Sorgen mehr machen. Richten Sie das Ganze einmal ein und vergessen Sie es danach. Machen Sie sich keine Sorgen darum. Das ist das Einfachste, was Sie machen können. Und deshalb denke ich, dass der Kauf von Aktien für alle Menschen betrachtet eher die Ausnahme als die Regel ist. Das zweite Thema, Monisch, bevor wir zu den Fragen der fortgeschrittenen Investoren übergehen, ist die ganze Vorstellung von Stop-Loss, über die du dich ja amüsierst. Glaubst du immer noch, dass das Konzept des Stop-Loss aus der Perspektive eines ernsthaften Investors abgeschafft werden sollte? Nur zur Klarstellung, wir sprechen jetzt nicht über Spekulanten und Trader. Ihnen wünsche ich alles Gute. Aber wenn wir zu den Investoren kommen, dann sehe ich tatsächlich viele Experten im Fernsehen, die fundamentale Analysen durchführen und gleichzeitig Preisziele und Stop-Losses angeben. Und das finde ich wirklich komisch. Denn schauen wir uns die Natur der Aktienmärkte an. Ein Grund, warum wir viel Geld an den Aktienmärkten verdienen können, liegt darin, dass diese Märkte auktionsgetrieben sind. Und auktionsgetriebene Märkte unterscheiden sich sehr von fast allen anderen Märkten. Um Ihnen als Zuschauer das zu veranschaulichen, nehmen wir an, ich habe eine Wohnung in Mumbai für 100.000 Euro oder 10 Millionen Rupien gekauft. Nur als Beispiel. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber nehmen wir an, wir haben am Rand von Mumbai eine bekommen. Wir haben 100.000 Euro für die Wohnung bezahlt. Dann haben wir gut recherchiert und festgestellt, dass der Preis fair war. Und jetzt wollen wir wissen, wie sich der Preis dieser Wohnung täglich ändert. Ich habe einen Freund, der Immobilienmakler ist, und ich sage meinem Freund, dem Immobilienmakler, hör zu, trink jeden Tag Chai mit Paprai, lass uns jeden Tag Tee trinken und sag mir dabei immer den Marktpreis meiner Immobilie. Also, wir haben die Wohnung gekauft und am nächsten Tag kommt der Immobilienmakler und wir fragen ihn, wie sieht's mit dem Preis der Wohnung aus? Er wird sagen, hör zu, Idiot, die kostet immer noch 100.000 Euro. Dann rufe ich ihn nach 2 Tagen nochmal an und er sagt immer noch, die kostet 100.000 Euro. Vielleicht sagt er dann nach 2 Monaten, weißt du, es gab ein paar Veränderungen, die kostet jetzt 100.000 und 500 Euro. Es ist ein bisschen gestiegen. Wenn Sie das jeden Tag machen würden und den Preis, den er Ihnen gibt, aufschreiben würden, das machen Sie dann 365 Tage im Jahr und dann würden Sie in der Regel feststellen, dass der Preis zwischen 95.000 und 110.000 Euro liegt, vielleicht auch 115.000. Jetzt nehmen wir aber an, unsere Wohnung ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Bombay Stock Exchange. Und das einzige Vermögen der Firma ist diese Wohnung. Und jeden Tag passiert das, was eben am Aktienmarkt passiert. Der Preis schwankt, so wie es an der Börse üblich ist. Und diese täglichen Preisbewegungen schauen wir uns dann über ein Jahr, also 52 Wochen an. Was wir feststellen würden ist, dass die Spanne der Wohnung etwa zwischen 70.000 und 130.000 Euro liegen würde. Und der Grund dafür ist, dass auktionsgetriebene Märkte unter- und übertreiben. Sie schießen über das Ziel hinaus. Und es ist das Unter- und Übertreiben, das Leuten wie mir große Möglichkeiten gibt. Im Grunde wäre die Idee eines Stop-Loss so, als hätte ich die Wohnung für 100.000 gekauft und nach 6 Monaten sagt mir mein Makler, die Preise sind um 5% gefallen. Ich sage ihm dann, okay, das ist mein Stop-Loss und ich werde jetzt meine Wohnung für 95.000 Euro verkaufen, bitte verkauf sie. Es wäre genau dieses Szenario. Der Grund aber, warum sie die Wohnung für 100.000 Euro gekauft haben, war, weil sie dachten, dass sie fair bewertet war. Und der zweite Grund war, dass sie sie als langfristigen Vermögenswert halten wollten. Das gleiche gilt für Aktien. Wenn Sie eine Aktie für 200 Euro gekauft haben und das Unternehmen dahinter eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Euro hat, dann haben Sie Aktien dieser Firma gekauft, weil Sie dachten, der faire Börsenwert liegt, sagen wir mal, bei 200 Millionen. Wenn das Unternehmen an der Börse von 100 Millionen auf 90 Millionen fällt, würden Sie es dann mit einem Stop-Loss verkaufen? Das macht keinen Sinn. Also ich habe beispielsweise Aktien von Rain Industries gekauft. Als ich die Aktie gekauft habe, lag sie bei etwa 30 Rupien pro Aktie. Und bis ich fertig war mit dem Kauf, lag der Preis bei ungefähr 45 Rupien pro Aktie. Und dann fing die Aktie an zu fallen, genau wie alles, was ich kaufe. Die Aktie weiß, dass ich sie gekauft habe und entscheidet sich, Monisch ist fertig mit Kaufen, jetzt geht es runter. Wenn ich jetzt Stop-Losses verwendet hätte, das wäre übel ausgegangen, denn Rain Industries ist auf 40 gefallen, sogar auf 35 und ich tat nichts. Und jetzt liegt Rain bei, ich weiß nicht, 360 Rupien? Diese ganze Gelegenheit wäre mit einem Stop-Loss verloren gewesen. Es hätte keinen Sinn gemacht, einen Stop-Loss bei 30, 35 oder 40 zu setzen, denn ich dachte, Rain ist viel mehr wert.
Ich denke, Investoren sollten sich darauf konzentrieren, sicherzustellen, dass die Aktie innerhalb ihres Kompetenzkreises liegt und dass sie viel mehr wert ist als das, was sie aktuell an der Börse dafür bezahlen. Und sobald man diese beiden Dinge hat, macht ein Stop-Loss keinen Sinn. Der Kompetenzkreis, also der Circle of Competence, ist dir also sehr, sehr wichtig. Genau, das sind die drei magischen Worte von Ben Graham. Okay, Monish, der Kompetenzkreis ist die Sache von Ben Graham, aber etwas, über das ich dich häufig habe sprechen hören, ist folgendes. Du sagst, meistens, wenn ich nach einer Idee suche, muss die Idee mir zurufen, kauf mich. Sie muss mich regelrecht anspringen und bis dahin kaufe ich nicht. In den USA haben wir diese Holzlatten, die wir im Wohnungsbau nutzen. Ich muss also erst von einer Dachlatte am Kopf getroffen werden, bevor ich eine Aktie kaufe. Bevor ich eine Aktie kaufe, muss es ein absoluter No-Brainer sein. Wenn ich Excel dafür starten muss, ist das ein automatisches Nein. Wenn ich die Idee einem 7-Jährigen in 2 oder 3 Minuten nicht erklären kann, ist das ebenso ein automatisches Nein. Es muss schmerzhaft offensichtlich sein, schmerzhaft offensichtlich für den Dorftrottel, warum wir kaufen sollten. Aber wo gibt es solche Gelegenheiten derzeit in einem so überhitzten Markt? Du hast also aktuell keine Aktie, die dich anspringt und ruft, kauf mich. Ich denke, selbst in tobenden Bullenmärkten gibt es immer missverstandene Geschäfte. Klar, solche Bullenmärkte wie aktuell führen zu vielen Überbewertungen und ich denke, viele Aktien sind aktuell überbewertet. Aber es gibt viele Dinge, die fair oder weit unterbewertet sind. In einem Markt wie beispielsweise Indien mit mehr als 5000 börsennotierten Unternehmen ist es einfach nicht möglich, dass in auktionsgetriebenen Märkten alle Unternehmen effizient bewertet sind. Wir werden also Unterbewertungen und Überbewertungen haben, das liegt einfach in der Natur der Sache. Der Grund, Monish, warum ich die Frage gestellt habe, ist, dass viele deiner Kollegen, nehmen wir jetzt zum Beispiel Ramdev, aus deinem Bereich sagen, dass der Wert im Wachstum liegt, also in wachsenden Unternehmen. Also sind die Aktien, die er meint, nicht unterbewertet. Es sind keine offensichtlichen Aktien zum Kauf, keine, die dich anschreien und sagen, kauf mich. Aber wenn Ramdev ein Wachstum über einen Zeitraum von 4, 5, 6 oder 10 Jahren sieht, dann wird das auch zu einer Gelegenheit. Suchst du auch nach solchen Möglichkeiten beispielsweise in Indien? Denn Indien ist ja per se ein Wachstumsmarkt. Es ist definitiv besser, ein wachsendes Unternehmen zu kaufen, als ein günstiges Unternehmen ohne Wachstum. Wenn ich also ein günstiges Unternehmen kaufe, das sehr begrenztes Wachstum hat, dann werde ich nur die Lücke schließen können. Es könnte 100 Rupien wert sein und ich bekomme es für 50 oder 60. Ich werde nur die 40 oder 50 Rupien Profit machen, in dem Zeitraum, solange es eben dauert. Wenn ich jedoch ein Unternehmen kaufe, das Rückenwind hat, das ein großartiges Management und langfristige Wachstumsmotoren hat, solange ich nicht zu viel bezahle, ist das der beste Ort für mein Geld. Der Grund, warum ich dir diese Frage jetzt gestellt habe, ist, dass du kürzlich in einem Interview gesagt hast, dass es wichtig sei, die langfristigen Compounder zu haben. Also die Unternehmen, die einen wirklichen langfristigen Zinseszinseffekt haben, richtige Wachstumsunternehmen. Und eine Frage, die ich von den Zuschauern dazu bekommen habe, ist, wie entscheidet Monish darüber, ob ein Compounder unverschämt teuer bewertet ist und wann der Kipppunkt zum Verkaufen erreicht wurde? Und das im Gegensatz zu deiner früheren Haltung bei Value-Unternehmen bei 90 oder 95% des fairen Werts wieder zu verkaufen. Wie entscheidest du das? Lass uns die Frage ein wenig entpacken. Wir haben zwei Dinge, die wir bei Unternehmen machen müssen. Erstens den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen finden und die Frage beantworten, warum wir das Unternehmen kaufen. Und zweitens, wir müssen den richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen finden und erklären können, warum wir verkaufen. Kaufen ist kompliziert, verkaufen ist aber 10-mal so kompliziert. Beim Kaufen im Vergleich zum Verkaufen ist es relativ einfach. Wir wollen wissen, was die Wachstumsmotoren sind, wenn wir uns Wachstumsunternehmen anschauen und kaufen wollen. Dann wollen wir wissen, was wir für dieses Wachstum bezahlen. Und das sind im Vergleich zur Verkaufsfrage relativ einfache Fragen. Die Verkaufsfrage ist komplizierter, denn eine der Dinge, die wir tun müssen, ist einige Jahre in die Zukunft schauen. Wir versuchen herauszufinden, wie die weite Zukunft des Geschäfts aussieht. Und für die meisten Unternehmen haben sogar die Insider eine sehr vage Vorstellung von der Zukunft. Und die Sache ist, wenn wir einen Compounder, also ein Wachstumsunternehmen, zu einem unterbewerteten Preis kaufen, ist das eine relativ einfache Übung, weil wir nicht zu viel bezahlen. Aber die Schwierigkeit kommt, wenn der Preis steigt und das Unternehmen fair bewertet aussieht, aber immer noch viele Rückenwinde hat, immer noch ein großartiges Management, immer noch viel großartiges Wachstum vor sich hat. Das Beste, was ich auf die Frage antworten konnte, ist ein großartiges Unternehmen mit großartigem Wachstum, mit großartigem Management, dieser Firma einfach etwas Spielraum zu geben.
Verkaufen Sie es also nicht, wenn das Unternehmen fair bewertet ist. Verkaufen Sie es ebenso nicht, wenn es überbewertet ist. Verkaufen Sie es dann, wenn es unverschämt teuer bewertet ist. Was jede dieser Ebenen ist, überlasse ich dem Zuschauer, aber es sollte offensichtlich sein. Wann ist es fair bewertet? Wann ist es überbewertet? Wann ist es unverschämt teuer? Was ich gelernt habe, einer meiner größten Fehler war, zu früh zu verkaufen. Ich habe 100 Bäcker, die ich gekauft habe, die zu 100 Bäckern wurden, so oft beobachtet, nachdem ich raus war. Ich hatte nur das Doppelte oder Dreifache an Profit gemacht und ich habe nicht die verbleibende von 89-fachen oder 97x gemacht, die es gestiegen ist. Ja, hier sieht man mal wieder, Paprei hat 100 Bäcker verpasst, das heißt aus 10.000 Euro Investment wären bei einem 100 Bäcker 1.000.000 Euro geworden. Und den Fehler, den Paprei machte, war zu früh zu verkaufen und hier ist wieder das A und O, das Unternehmen wirklich zu verstehen. Also eine Vision, eine Story für das Unternehmen zu entwickeln, wie der erfolgreichste Fondsmanager Peter Lynch sagen würde. Wenn du schon länger vergeblich nach einem roten Faden an der Börse suchst, dann habe ich etwas für dich. Meine Kollegen von FinMent bieten dir 30 Jahre praktisches Börsenfachwissen jetzt in einem kostenlosen Workshop an. Die beiden Gründer haben schon über 3000 Privatanlegern dabei geholfen, ein regelmäßiges Einkommen an der Börse zu erzielen und das machen sie mit ihrem staatlich anerkannten Bildungsunternehmen FinMent. Mich persönlich haben vor allem die Einblicke von Adrian begeistert, der bereits mit 22 Jahren als Chefhändler für große Hedgefonds gearbeitet hat und dir Einblicke gibt, wie die reichsten 1% ihr Geld an der Börse anlegen. Meld dich jetzt kostenlos zum Online-Workshop an mit dem ersten Link in der Videobeschreibung und starte ab sofort mit einer klaren Strategie zu einem lebenslangen Einkommen an der Börse. Wenn du weitere Fragen zum Video hast, schreib's gerne unten in die Kommentare und wenn du dich für die 7 Erfolgsprinzipien von Warren Buffett interessierst, die findest du auf der linken Seite.